Möchtest du gerne Menschen und ihre Tiere begleiten, in ihre Kraft zu kommen, noch mehr Freude miteinander zu leben und ihren eigenen Weg zu finden? Und arbeitest du vielleicht schon mit der Tierkommunikation, aber stößt immer mal wieder an deine Grenzen, weil du merkst, ich kann die Botschaften der Tiere schon für die Menschen übersetzen, aber dann wissen die Menschen gar nicht, was mache ich denn jetzt damit? Wie kann ich denn jetzt nun im Alltag Ruhe, Sicherheit, Vertrauen und so weiter auf mein Tier ausstrahlen, um wirklich im Alltag auch Schritt für Schritt eine neue Beziehung zu meinem Tier aufzubauen? Ja, und möchtest du also mit Menschen und ihren Hunden, Katzen und Pferden arbeiten, aber weißt noch nicht so richtig, wie kannst du denn jetzt wirklich die Menschen begleiten? Wie kannst du ihnen helfen, ihre Ängste loszulassen, sich selbst nicht mehr zu verurteilen, dass sie etwas falsch machen und stattdessen ihre Potenziale mit den Tieren zu erkennen? Wenn du da auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten bist, wie du noch nachhaltiger mit den Menschen und ihren Tieren arbeiten kannst, dann empfehle ich dir mein Gruppencoaching. Finde dein Tierhalter-Coaching, in dem du genau das lernst und zwar auf deine Art und Weise, also so, wie du Menschen und ihre Tiere begleiten würdest. Tierhalter-Coaching umfasst nämlich keinen festen Plan. Ich gebe dir viele Werkzeuge an die Hand, die du dann auch den Menschen und ihren Tieren weitergeben kannst für ihren Alltag, aber du kannst alles damit reinnehmen, was du bereits schon gelernt hast. Also falls du schon andere Ausbildungen gemacht hast, dann bist du herzlich willkommen, all dein Wissen hier mit einzubauen und da so deine eigene Form des Tierhalter-Coachings zu lernen. Ja, und wie schaffst du das nun selber in den Zustand zu kommen, Menschen und ihre Tiere zu begleiten? Das werden wir uns dann im Gruppencoaching Finde dein Tierhalter-Coaching ansehen. Und wir arbeiten ganz viel auch mit Menschen und ihren Tieren im Kurs, sodass du bereits schon anfangen kannst, da zu üben. Und wir arbeiten auch an deinen inneren Glaubenssätzen, die es bis jetzt vielleicht noch verhindert haben, dass du dir das zutraust, Menschen und ihre Tiere in ihre Kraft zu bringen. Ja, ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und wir weitere Seelenfreunde, Tierhalter-Coaches bald in der Welt begrüßen können.